alle sagen mir so, ich lebe so extrem weit weg von Taipei, ja? Weißt du, was das Ding ist? Die Taiwan, also ich bin in Taipei, aber am Rand, ja. Die Taiwanesen, die sind einfach ihre Mini-Insel gewohnt, ja. Junge, wenn ich denen also ich habe ihnen erzählt, dass meine Freunde so 4 Stunden von meinem Heimatort entfernt wohnen, dass ich dann mit dem Zug hinfahren muss, 4 Stunden, dann denken die sich so, WTF, Alter, das ist eine halbe Weltreise. Ist schon interessant, wie die Leute so anders denken. Moin, 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 Grüße. Ich freue mich, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wir gehen heute zur Dihua Street oder so heißt das. Und gucken uns das mal so ein bisschen an. I can try one? Sissi. Röllchen. Blätterteig. Lecker. Nicht so komisch süß wie beim Kaffee oder so. Ganz lecker, ja. Shrimp Cookie. Thank you. Shrimp Cookie. Ne? Shrimp Kekse. Hey, der hat sogar Englisch gesprochen. Ne? Esslerik, moin. So, einmal probieren. Boah, Wasabi. Boah, Junge. Aber schmeckt gut, schmeckt gut. Boah, Junge, aber einfach mal reinhauen. Aber ist gut, hat einen guten. Da hat gerade ein Mini-Maus-Ding auf dem Kopf gehabt. Boah, der hat reingekickt, Junge. Kennt ihr das, wenn ihr Sushi essen geht und ihr esst irgendwie so viel Wasabi, dass euch so die Kopfhaut so extrem brennt? Wisst ihr, was ich meine? Heftig ist das. Und hier hast du halt noch die Deko und so, ne? Da, Taipei New Year Festival. Die haben ja diesen Mondkalender, das ist ja anders als bei uns. Und wenn ich, glaube ich, richtig liege, ist dieser Mondkalender, da tut so irgendwie so Sonne und Mond vereinen und so weiter und so fort. Habe ich jetzt so einen Artikel gelesen. Und es ist das Jahr des Schweines. Ihr könnt ja mal online nachgucken, was ihr für ein Sternzeichen habt. Das ist ja so erst von extrem in dieser Kultur verankert. Es ist teilweise auch so, dass die Beziehungen nach den Sternzeichen ordnen oder nach den Nachnamen, was zusammenpasst und was nicht zusammenpasst. Ja, das ist spooky. Ja. Zum Beispiel bin ich Hund, ja, und ich würde zum Beispiel mit jemandem vom Sternzeichen Hühnchen oder was weiß ich, Huhn oder Hahn irgendwie nicht gut zusammenpassen. So zum Beispiel. Aber das ist so komplett so maximal ausgedacht, ausgeklügelt. Und ich glaube, im Jahr 1912 hat Beijing, also China, das ist China, nicht hier Taiwan, sondern China, die haben dann diesen gregorianischen Kalender wegen International Business Schiss und so übernommen. Oh, hier kann man sich Shrimps gönnen, guck mal. Shrimps und Fische, die sind so getrocknete Fische. Das ist hier so eine Delikatesse, so ein Snack. Gönnst du dir dann einfach. Frontsau 96, moin, willkommen. Ne? Kannst du dir einfach so gönnen. Hast du nie Angst um deinen Rucksack? Nein. Weil mein Portemonnaie ist immer an der Rückenplatte. Das heißt, da muss man jemand hinten an den Rücken packen und das würde ich sofort merken. Und in meinem Rucksack ist nie was Wichtiges drin. Das Wichtigste, was drin ist, ist meine Powerbank. Was in Taiwan auch unglaublich krass ist. Du sitzt, du läufst hier über die Straße und hast teilweise das Wohnzimmer von den Leuten direkt neben dir. Das jetzt nicht, das ist jetzt ein Laden, nehme ich jetzt mal an und so weiter und so fort. Aber teilweise kannst du denen jetzt ins Wohnzimmer reingucken. So, wenn wir die Zeit auch sinnvoll überbrücken, hole ich mir mal eine kleine Liste raus. Es gibt am chinesischen Neujahrsfest, gibt es nämlich auch No-Gos, ja. Ich habe euch einfach mal so eine Liste zusammengestellt aus so ein paar No-Gos, dass wir auch ein bisschen Bildung hier haben. Und nicht nur essen die ganze Zeit. Ne? Das erste No-Go wäre zum Beispiel keine bösen Wörter sagen. Ja? Weil wenn man böse Wörter sagt, das heißt schimpft und so weiter und so fort, dann bringt man... Schläft gerade jemand, ich will ihn nicht aufwecken. Bringt man Unglück über sich selbst und Verwandte? Das will man ja selbstverständlich nicht. Man will ja Glück fürs neue Jahr haben, ne? So, Tabu Nummer 2. Keine Sachen zerbrechen.
Weil wenn du Sachen zerbrichst, was weiß ich, ein Glas kaputt machst, ein Spiegel kaputt haust und so weiter und so fort, oder ein Teller kaputt haust, dann zerstört das die Verbindung zum Wohlstand und zum Glück. Ja? Wenn es aber dann doch mal passiert, dass du irgendwie, dass dir ein Teller runterfällt, ein Glas kaputt geht und so weiter und so fort, dann sollst du diese Scherben in ein Tuch einwickeln, in ein rotes Tuch, und sollst warten, bis das Chinese New Year vorbei ist, und das wirfst du dann ins Wasser, beziehungsweise im Fluss oder ins Meer. Drittes Tabu während des Neujahrsfestes. Nicht kehren oder putzen. Oh, ich nur putzen. Es gibt so vor diesen Festtagen gibt es meistens so einen Tag, wo die so alle putzen, ja, wo die dann alles fertig machen. Ja. Aber während dem Fest darf man nicht putzen, weil das bringt sonst Unglück, weil du dann quasi dann das Glück wegputzt, das Glück rauswirfst. Ja. Und wenn du wirklich, ja, wirklich extrem nötig hast, doch zu kehren, dann sollst du von den Ecken zur Zimmermitte hinkehren, dass du das nicht irgendwie wegkehrst, die Geschichte, ja. Genau, also du tust das quasi von den Ecken nach innen kehren, sammelst dann diese gekehrte Geschichte und diesen Dreck wirfst du dann auch erst nach dem fünften Tag weg, ja. Tabu Nummer 4. Scharfe Sachen dürfen nicht genutzt werden, das heißt Scheren, Messer, was weiß ich, vielleicht auch Zangen und so weiter und so fort. Das hat zwei Hintergründe. Ein Hintergrund ist beispielsweise, das soll auch so ein bisschen, also das stammt jetzt aus älterer Zeit, ja, genau wie der Autofokus hier, das Handy von 1830, hallo? So? Zur Entlastung der Frauen, weil die Frauen haben ja, also du darfst auch keine Nadeln benutzen. Die haben ja früher immer genäht, was weiß ich, da mit Scheren die Kleidung geschnitten und was weiß ich, also die Stoffe geschnitten zum Bababab. Ihr wisst ja, was ich meine. Dass die halt auch mal eine Pause haben. Ne, eine wohlverdiente Pause für die Frauen. Und dann hat das auch noch so einen symbolischen Wert, ja. Was daran liegt, dass quasi scharfe Sachen so diese Verbindung zum Glück trennen, ja. Dass du dich dann quasi nicht vom Glück abschneidest. Tabu Nummer 5. Das klingt jetzt ein bisschen hart, ist aber so. Nicht die Familie der Frau besuchen. Das ist nämlich so in der Kultur hier so, wenn zwei heiraten, die Frau wandert quasi in die Familie des Mannes über. Ja? Und das heißt, an diesem Neujahrsfest gehen die dann zur Familie des Mannes. Und wenn das andersrum wäre, würde das beispielsweise so bedeuten, könnte es bedeuten, dass da irgendwie Heiratsprobleme sind, Beziehungsprobleme und so weiter und so fort. Ja. Aber am zweiten Tag können die sich dann auch gegenseitig besuchen. Habe ich jetzt hier gelesen, wurde mir auch gesagt, dann ist das in Ordnung. Ja, was haben wir noch? Keine Schulden eintreiben, Tabu Nummer 6 beim chinesischen Neujahr. Weil die wollen das halt so haben, dass dieses Fest, dass da jeder unbeschwert feiern kann. Ja? Trockenobst haben wir im Rucksack, haben wir eben ein halbes Kilo gekauft oder so. Ja, jeder soll einfach die Möglichkeit haben, in Ruhe das Fest zu feiern. Und wenn man dann während dieser Festigkeiten hier das Geld eintreibt, bringt das für beide Seiten Unglück. Ja? Und wie gesagt, die sollen einfach sorgenfrei feiern können. Ja? Wenn die Feierlichkeiten vorbei sind, GG, fair game, dann kannst du wieder los. Irgendwie dieses Autofokus gerade triggert mich gerade. Wenn die Feierlichkeiten beendet sind, beginnt wieder der Ernst des Lebens, dann darf der wieder eingetrieben werden. Tabu Nummer 7, nicht streiten, nicht weinen. Und weinende Kinder soll man auf jeden Fall nicht anmeckern, von wegen aufgeweinen, ja, soll man trösten. Weil es einfach ein freudiges Fest sein soll, man soll sich vertragen. Also man sollte keine Medizin nehmen. So nach dem Motto, weil du sonst das ganze Jahr krank sein wirst. Du sollst auch keine Arztbesuche machen, keine Operationen, keine Impfungen an diesen Tagen. Ich kann es aber nicht vorstellen, dass jemand, der irgendwie extrem krank ist, das jetzt nicht macht. Also da steht auch dick dabei, dass das dann nur die Leute machen, ja, die gesund sind. Man lässt die Leute, die Familien, die Freunde und so weiter und so fort, die lässt man ausschlafen. Das heißt, die weckt man nicht vorher. Weil das auch Unglück bringt, ja. Weil man sonst sagt, wenn man die an dem Tag aus dem Bett raushetzt, sagt, ey, steh auf, steh auf, steh auf, dass sie dann quasi das ganze Jahr nur Stress haben,
dass sie das ganze Jahr von ihrem Boss irgendwie so rum und hin und her gescheucht werden, heißt das dann, ja. Und kann auch bedeuten, dass sie ein Jahr dann bettlägerig sind. Also nicht gut, ja. Das heißt, niemanden aufwecken, man soll diesen Tag nutzen, um ausschlafen zu können und so weiter und so fort. Ganz chillig, ganz gemach. Und wenn die Leute wach sind, dann kann man den Gruß geben, ja, oder den Segen, keine Ahnung, sich da das Happy New Year wünschen und so weiter und so fort. Dann gibt es noch generell, wenn man zu dieser Zeit Leute besucht, immer kleine Geschenke mitbringen, kommt immer gut an, der Gedanke zählt, ja. Und es gibt No-Go-Geschenke, Sachen, die ihr niemals verschenken dürftet, solltet, nicht nur zu dieser Zeit, sondern auch allgemein rund ums Jahr. Das wären zum einen mal Uhren, weil, ich habe jetzt das englische Wort nicht übersetzen können. Teekesselchen ist das falsche Wort. Also irgendwie so ein Wort, was so eine ähnliche Bedeutung, so einen ähnlichen Klang hat. Zum Beispiel das Wort Uhr hat den ähnlichen Klang wie jemanden den letzten Respekt erweisen. Deswegen verschenkt man keine Uhren. Mir hat aber eine Hongkongesin erzählt, heißt das Hongkongesin, ja, dass man auch keine Uhren schenkt, so nach dem Motto, deine Zeit läuft ab. Ja. Man soll keine Birnen schneiden, weil wenn man eine Birne schneidet, das ist auch so ein Wortspiel, das heißt so viel wie Trennung. Ja. Sorry. Ja. Do you want to try? What's that? Tiembola. Do you want to try? Yeah, is it like pork, beef, what is it? No. Ich soll was probieren, einen Moment. Stop. Do you want to try? Okay, thank you. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. It's delicious. Really. Are you trying me? No. Is it better or worse than chicken feet? No. No? Okay, dann probieren wir es noch. Not meat. Yeah. Is it fish? No. Was ist das denn? Just try. Ja, ist gut. Ist gut. Really? Yes. Okay. What is it? I bought this. Ist lecker. Das ist Tee, aber es schmeckt gut. It's good. It's good, really. But I also eat stinky tofu, so I'm, you know. No. I eat stinky tofu, chicken feet, duck tongue, I eat everything. I like Taiwanese food, so. Really? Yeah, yeah. Thank you. Oh, die krasse Kraft komplett aus, was das Essen. Ich bedanke mich ganz herzlich, ja. Do you want to say bye-bye? Because I'm turning off the show right now. You want to say bye-bye? We have to go too. Bye. Bye. Thank you. Okay. High five. High one, number one.